Attitude. Okay, now. Alle. Great ball! Yeah! Geil und ja, war wie eine super coole Klassenfahrt. Wir haben am Dienstagmorgen um 10 Uhr auf dem Pooldeck oben im Sonnenschein unser erstes Konzert gehabt. Good morning everybody! I'm walking toward the venue where Crippers playing and I can hear the music and I say, hey, that doesn't sound like a chick vocalist. Ready for some stretching? Watch Cripper, Rock Hearts Festival, fuck yeah! Christian der Erste wurde von einem Alex angeschrieben aus den USA und um Patches gebeten. Alex hat sich dann gemeldet und hat gesagt, dass er die Patches für seine Hochzeit braucht und dass die sozusagen eine Hochzeitskutte machen wollen. Na, dann haben die wohl hin und her geschrieben mit dem Resultat, dass Alex Christian dann eingeladen hat, beziehungsweise uns alle zu dieser Hochzeit zu erscheinen, die am ersten Tag der Metal Cruise stattfinden sollte. Christian hat nämlich die Braut höchstpersönlich zum Altar geleitet. ja, und der war bestimmt auch ein bisschen aufgeregt. Ja, nein, geht. Alles gut. Aber war super. Es gab dann auch noch was zu trinken. Fucking heavy metal! Das ist ja immer auch was Feines. Metal rules! Hey Leute, wenn ihr eh schon auf dem Rock Hearts seid, dann guckt euch über den Cripper an. Das lohnt sich. Fucking A. Fucking Rock Hearts. Hell yeah. Cripper blew me away. So impressed with you guys. Cripper sucks and don't watch them. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, verehrtes Publikum, gucken Sie Cripper nicht. Hello everyone. You are here. We are all here. You much boss. Cripper. Okay. Nice bit from Saxon, Cripper. You want to see Cripper? They're fucking brilliant. Playing the Rock Hearts Festival. We've been there apparently, according to Douglas here. He's been there, I probably wasn't there. But you've got to check them out because they're great. And a young band, upcoming band, are going to be massive. Yeah. Hello everyone. We're here, you're here, I'm here. You must watch Cripper at Hard Rocks Festival. Meet Cripper at Hard Rock Hearts, man. Rock Hearts Festival. Yeah! Yo, Chris, erzähl uns doch, was gerade eben passiert ist. Darf man eigentlich auch ein Liter Alkohol mitnehmen? Ja. Er ist 14, er irgendwie, ohne dass Christian weiß, wieso, ist eben Dennis Tequila ins Handgepäck gekommen. Und sein Aftershave und noch andere Flüssigkeiten. Und das ist nicht erlaubt. Was lustig war daran, war, wie Christian durch den Zoll gegangen ist, durch den Sicherheitscheck und sich dann, und dann aufgehalten wurde. Ihm wird erklärt, dass es nicht erlaubt ist. Und er dreht sich zu uns um. Er dreht sich zu uns um und macht so. So als wäre es eine Neuigkeit. Was Cripper? A Rock Hard Festival? Also ich habe mich an die Air France Regeln gehalten. 35 mal 50 mal 25. Wir sind in Paris gelandet. Das sind die Handgepäckregeln und wir durften nur Handgepäck mitnehmen. Und es ist angenehm. Angenehme minus 4 Grad. Alle sind fit. Ja. Mein Koffer hatte 4 Rollen. Man kann auch den Atem sehen und Alina trägt Flipflops. Back in Hannover. Minus 2 Grad, fettige Haare, ungewaschen, Augenringe. Ja, Mann, guck mal. Also das einzige Verkehrsmittel, was wir nicht benutzt haben, waren Fahrräder, oder? So ein IT-Fahrrad mit so Tunneln am Lenkrad, mit so einem Korb. Mann, sehen wir scheiße aus. Tschüss, schön war's.
Don't be shy. Cripper Rocked Hard! It's Cripper at Rock Hearts Festival. Oh, Rock Hearts Festival. Yeah. Oh, okay. Yeah, yeah. Cripper at Rock... Rocks... Rock Hearts Festival. Yeah! Did that work that time? Yeah, it worked. That wasn't very good, I'm sorry.